Mein Name ist Nathalie Zimmermann und ich bin Kämpferin und das durch und durch. Der Tag hätte die Krönung meiner ganzen Kampfsportkarriere sein sollen. Leider kommt es manchmal anders, als man denkt und plant. In mir ist halt wirklich so eine Stimme, die sagt, aber du kannst jetzt nicht aufgeben. Einen großen Applaus für die ehemalige Kickbox-Vize-Weltmeisterin Nathalie Zimmermann. Wir Kämpfer, wir ticken einfach anders. Wir brauchen den Sport, wir brauchen den Wettkampf, wir brauchen den Erfolg, wir haben Bock, uns zu messen. Ich glaube, viele Menschen, die denken, boah, die ist doch bekloppt, ne? Warum macht die das? Sie weiß genau, warum sie das macht. Heute beginnt die wichtigste Vorbereitung ihrer Karriere. Es ist Ende Februar, in 2 Monaten geht es um die Erfüllung ihres Lebenstraums. Seit Jahren kämpft Nathalie Zimmermann um die Chance, einmal Boxweltmeisterin zu werden. Nun ist sie endlich da. Für den Kampf ihres Lebens arbeitet sie mit Trainer André Walter so hart wie noch nie. Führhand, Führhand, Partnerwechsel, Führhand, Führhand, ja? Schön flexibel. 10 Einheiten pro Woche, jede 2 Stunden lang. Dazu Krafttraining und Regeneration, das muss man wollen. Oh, ehrgeizig, ehrgeizig. Oh, so ehrgeizig, so erlebt man selten. Und Schlaghand. Wir sind noch so ein bisschen in der Grundlage. Fangen jetzt an, so langsam in das Spezielle zu gehen und dann die letzten 2, 3 Wochen in den wettkampfnahen Bereich. Ein bisschen Technik, so ein bisschen noch an der Beinarbeit arbeiten und Schläge. Und Führhand, Schlaghand. Also Führhand oder Schlaghand, ne? Ja. Aber bringt Spaß. Mit ihr bringt es unheimlich viel Spaß. Bei allem Spaß, in den kommenden 2 Monaten wird Nathalie Zimmermann an ihre Grenzen gehen. Es ist einfach mein Naturell und so ein bisschen mehr, das, ich weiß nicht, das ist irgendwie in meinem Kopf drin so verankert. Dann habe ich das Gefühl, wenn ich ein bisschen mehr Macht habe als die Gegnerin, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Vorteil. So. Und, aber mittlerweile sieht das mehr machen aus wie, ich mache gleich jetzt noch meine Außenrotatoren kräftigen, Nackentraining, ausdehnen. So. Es ist ein bisschen moderater geworden, das mehr. Und nicht noch eine Runde laufen gehen oder sonst irgendwas machen. Was es bedeutet zu arbeiten, weiß Nathalie von klein auf. Aufgewachsen in Ostholstein. Auf dem Bauernhof ihrer Eltern wird jede Hand gebraucht. Wir hatten wirklich mehr als 1000 Schafe, 40 Pferde, einen Rudel Hunde. Und wir haben immer vor der Schule die Tiere mit versorgt, nach der Schule 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Also da gab es nicht groß irgendwie Ausruhen oder weiß ich nicht, was andere Kinder so gemacht haben, irgendwelche Hobbys pflegen oder so. Und für uns war das ja alles sehr normal. Und wir haben das ja auch geliebt, immer mit den Tieren und die Arbeit. Das, also meine Familie ist eine Arbeiterfamilie und darauf bin ich sehr stolz. Große Familie, 5 Kinder, alle Mädchen. Den großen Hof der Eltern gibt es heute nicht mehr, er wurde vor Jahren verkauft. 2 der 5 Töchter aber halten heute noch Schafe. Du schaffst das. Ja, super. So. Das ist ja schon irgendwie ein anderer Modus, ne, den wir haben. Wir sind alle, also wir sind ja viele Kinder. Und alle haben irgendwie eine Selbstständigkeit, alle sind super fleißig, super ehrgeizig. Und das spricht sich halt dann auch wieder in dem, was sie jetzt macht, nämlich um diesen Titel zu kämpfen, absolut wieder. Also ich denke, dass das auch so ein bisschen ihre Straße geebnet hat für das, was sie heute macht. Die Familienmitglieder stehen sich sehr nah. Zu Nathalies Boxsport aber gibt es auch Distanz. Also ich nehme Familie ungern mit, weil die extrem nervös sind und mich ein bisschen stressen.
die können einfach, ja, man hat dann Adrenalin, ich stehe dann da auf der Kampffläche, dann fiebern die mit und die drehen komplett durch. Und das macht mich dann auch wieder nervös und ja, holt mich ein bisschen aus meinem Tunnel da raus. Deswegen, also wenn ich ehrlich bin, lasse ich die lieber zu Hause und rufe danach an und sage, ich habe gewonnen. Profiboxen ist hart, Verletzungen gehören dazu. Langzeitschäden nicht ausgeschlossen. Daran muss sich Familie Zimmermann erst gewöhnen. Meine Mama zum Beispiel hatte immer so ein bisschen den Standpunkt, du bist eine Frau, musst du das machen? Ne? Wie gesagt, sie kam dann ja auch mit Blessuren nach Hause. Es ist ja irgendwie so in den Köpfen auch noch ein Männersport. Frauen fallen ja leider immer noch in den Hintergrund. Das ist beim Fußball ja genauso. Und ich glaube, das ist so der Knackduss. Wäre sie jetzt ein Junge, würde man sagen, wow, das machst du richtig gut. Aber ja, ich glaube, das ist so dieser Punkt, dass man sagt, Mensch, du bist doch eigentlich ein Mädchen, du bist eine hübsche Frau. Willst du das überhaupt machen? Ja, aber sie will das machen. Und ich glaube, mittlerweile hat das auch absolute Akzeptanz in der ganzen Familie gefunden und wir supporten sie auch. Beim großen WM-Kampf in wenigen Wochen wird trotzdem nicht die ganze Familie unter den Zuschauern sein. Kontrastprogramm. Hamburg, St. Pauli, große Freiheit. Die 36 ist ausverkauft. Boxen im Norden. Promoter Thomas Nissen ist stolz auf seine Veranstaltung, vor allem weil der Sport in Deutschland die beste Zeit lange hinter sich hat. Dann ging die Grenze auf und dann kamen die gut ausgebildeten Boxer aus dem Osten. Die DDR war ja ganz, ganz vorne mit Uli Wegner, Henry Maske, Leute, die so wie Nathalie, auf solche bauen wir auch, auch mal drei heile Sätze sprechen können. Und das Boxen also auch so nach vorne bringen, wie es eigentlich sein soll. Denn wenn man Boxen, da braucht man Hirn. Wenn man auch Muskeln hat, ist es gut. Aber wer nur Muskeln hat, ist schlimmstenfalls ein Blödmann. Boxen soll ja keine Schlägerei sein. Boxen soll ja, die Kunst ist ja keinen Schlag zu bekommen. Ne? Es ist ein ganz intelligenter Sport. Nicht nur die älteste Sportart der Welt, sondern ich glaube auch die zweitgrößte. In Deutschland aber fehlen Stars. 1600 Boxfans wollen auch Nathalie bald hier kämpfen sehen. Vielleicht ein kleiner Anfang zurück zu altem Glanz. Ich denke, dass also seriöse Sender nur daran gehen, wenn sie auch seriöse Boxer bekommen und dann nach Möglichkeit auch welche, die hier beheimatet sind. Weil das ist einfach so. Das ist in jedem Land so, dass die Fans den sehen wollen, der von hier kommt. Und jetzt kommt Nathalie aus Hamburg. So, und das ist auch eine richtig, ich denke, auch eine richtig gute Geschichte für die Leute. Dass ich hier in Hamburg in der großen Freiheit boxen kann, ne? Boah, das ist echt ein Traum, wird wahr. Bis dahin wird allerdings noch einiges passieren. Grüß dich. Ich freue mich richtig doll. Ja. Ja, wirklich. Also ich kann das kaum erwarten. Ihr Kämpferherz entdeckt Nathalie Zimmermann als Jugendliche beim Taekwondo. Erste Prüfungen bis zum schwarzen Gürtel. Am Anfang meiner Kampfsportkarriere waren Titel eigentlich unwichtig. Da wollte ich eigentlich nur mich athletisch verbessern, die Fähigkeiten als Kämpferin entwickeln. Vom Taekwondo zum Kickboxen. Dreimalige deutsche Meisterin. Nationalmannschaft. Kämpfen auf höchstem Niveau. Da war ich dann in der Nationalmannschaft auch gleich erfolgreich. Da war die Möglichkeit, im Kickboxen Weltmeisterin zu sein. Und ich war 7 Jahre in der Nationalmannschaft. Ich glaube, beim ersten Mal bin ich sofort bei der WM rausgeflogen und dann am Ende ja auch Vize-Weltmeisterin geworden. WM-Finale 2019. Erstmals ist sie ganz nah dran, am ganz großen Triumph. Dieses Wort Vize ist doch so ein kleiner Stich in deinem Herz. Und ich meine, dann hatte ich die Option, bleibe ich weiter beim Kickboxen, höre ich mit dem Kampfsport auf, oder dann gab es die Option, zum Profiboxen zu wechseln. Neuer Sport, altes Ziel. Einmal ganz oben sein.
Als Natalie Zimmermann Profiboxerin wird, ist sie bereits 37 Jahre alt. 2020 gewinnt sie ihr Kampfdebüt. Ungeschlagen bis heute. 10 Kämpfe, 10 Siege. Was fehlt, ist ein Titelfight. Dieser Wunsch, einmal Weltmeisterin zu sein, ist so groß und löst so viel Energie und Endorphine und yes, ich will das aus, dass ich bereit bin, sehr viel auf mich zu nehmen und den Weg zu gehen. Oh, das und komm. Das zieht richtig. Au, au, au. Und? Au, 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 au. Boah. Ah. Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss ich jetzt wirklich über diesen Tuber rüber. Also kurz mal konzentrieren, denn sonst wirkt's nicht. Ja, das tut weh. Er will die Sehne rüberschieben, das verstehe ich schon. Und die Sehne schiebt sich richtig rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Au, au, au. So, und jetzt geht das dann tatsächlich rein. Mittlerweile ist Natalie 40 Jahre alt. Über 20 davon Kämpferin. Das steckt in den Knochen. Wie du es gesagt hast, durchgeht. Ne? Mhm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ui, 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 ui. Uah, aber wie? Mhm. Gott, es tut so weh. Hartes Training ist das eine, Regeneration das andere. Mit 40 vor einem WM-Kampf sogar das größere Thema. Ich denke, ich brauche noch zwei Wochen. Achtung. Und dann zurück zur Schulter. Vom Gelenk her wieder so, dass die Belastbarkeit kommt. Besonders die rechte Schulter macht Probleme. Ja, ja, das ist so toll. Oh. Guck mal einer. Belastung intensiv, ne? Entlastung auch. Das muss stimmen, gerade im Boxen. Und deswegen boxt man ja auch nicht jede Woche, sondern man macht vielleicht im Jahr 3, 4. Fünf vielleicht maximal, aber dann wird es eng, weil dann wird hier auch die Birne mental eng. Ich würde aber auch sagen, in jüngeren Jahren, oder? Ja. Hätte ich genauso viel, oder? Bei ich dem Trainingspensum ja. Hätte ich genauso viel Physio gebraucht. Plus in jüngeren Jahren war mein Trainingspensum nicht so hoch als Amateur-Kickboxerin. Das war bei weitem nicht das, was ich jetzt leisten muss. Und dann machen die Junioren den Fehler und machen die Reha nicht und verbrauchen ihren Körper und sind mit 40 nicht mehr stark. Nach dem Termin ist vor dem nächsten. Mittagessen in der Regel kalt. Ihr Tag beginnt um 7 und geht bis 22 Uhr. Da muss man offenbar pragmatisch und auf alles vorbereitet sein. Ich weiß, es sind viele Eier, aber das ist auch wirklich eine Herausforderung, ein Auto zu essen. Da muss ich immer abwarten, wann ich wo stehe. Bis zu 6 Termine am Tag. Nach Training, Physiotherapie und Mittagessen Kältesauna. Zwei Minuten bei bis zu minus 160 Grad. Das stärkt die Abwehrkräfte, wirkt entzündungshemmend. Die letzten Sekunden ist es wirklich sehr kalt. Aber sobald ich rauskomme und die Tür aufgeht, wird einem sofort warm. I love it. All das, was ich an Regenerationsmaßnahmen kennengelernt habe, habe ich schon auch versucht, in meinen Alltag einzubauen. Und deswegen ist er auch so eng getaktet. Ja, aber dementsprechend kann ich es meinem Körper möglich machen, das Pensum durchzuhalten. Es ist nicht jeder dafür geschaffen, ne?
Das muss man auch wollen. Alles für die Weltmeisterschaft. Selbst was nach purer Entspannung aussieht, ist doch gut getarntes Training. Höhentraining. Termin Nummer 4 an diesem Tag. Nicht zu fest? Nee, geht. Als ich mit dem Profiboxen angefangen habe, das war eine riesen Challenge für meinen Körper. Ich hatte einen Hexenschuss, ich bin bei den Kraftzirkeln zusammengebrochen. Und dann habe ich mit dem Atmen angefangen und auf einmal dachte ich, wow, geht voll. Die Luft, die sie atmet, simuliert einen Aufstieg auf bis zu 6500 Meter. Das hält den Körper frischer. Und das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Es ist praktisch Erneuerung deiner Körperzellen. Am Abend wird wieder geboxt. Tägliche Einheit Nummer 2. Es ist nur ein knapper Monat bis zum großen Kampf. Alles im Plan. Fast alles. Erstmal kleine Schulter. Ja? Das Wehwehchen in der rechten Schulter ist noch immer nicht verschwunden. Immerhin. Auch schlimmer geworden ist es nicht. Profiboxen. Da liegt der Schwerpunkt in Deutschland derzeit klar auf Boxen. Das Leben finanzieren, dafür reicht es in der Regel nicht. In der Nähe der Hamburger Alster führt Nathalie Zimmermann ihre eigene Praxis. Personal Training und Physiotherapie. Ganz ohne Job geht es nicht. Also es sind so ungefähr 5.000 Euro im Monat, was die Trainerkosten beinhaltet. Und aber auch dann sowas wie Osteopathie, Akupunktur, manchmal Infusion, Blutuntersuchung. Ich habe auch eine Wohnung, ich habe die Praxis, ich habe ein Auto. Das will ja alles finanziert sein. Ich habe zwar ein Team, aber das ist noch nicht so stark genug, dass das mir irgendwelche Reichtümer erwirtschaftet. Und das war halt auch mal eine Challenge, Arbeit und Training zu vereinen. Ein paar Termine pro Woche quetscht sie also noch rein. Chefinnenbehandlung. Patienten und ein Klientel und ein Ruf. Und ich nehme mich immer, umso näher der Kampf kommt, schon raus. Aber dann merke ich, dann läuft die Praxis nicht so gut. Also ich habe das Gefühl, ich muss immer einen Tod sterben. Ne? Es macht mich ein bisschen unruhig, wenn ich dann nicht hier bin. Da habe ich echt Existenzsorge. Ist so, ja. Sponsorentermin zwischen Training, Reha und Praxis. Den Vortrag, das hat mich Nathalie Zimmermann managt sich selbst, verzichtet auf einen klassischen Boxstall. Wir haben da oben ja immer noch so ein hier. Mit der Zusage des Titelkampfs hat sie ein Hamburger Laborunternehmen überzeugt, ihren WM-Traum zu unterstützen. Alles, dass du da gut reingehst. Ne? Ja, das danke. Also, Nathalie saß ein bisschen verzweifelt bei uns und sagte, ich kann das Training nicht finanzieren. Ich brauche jemanden, der mir ein Gehalt zahlt oder der mich so unterstützt, dass ich mich voll aufs Training konzentrieren kann. Und das haben wir dann aufgegriffen und haben gesagt, okay, bis zur Weltmeisterschaft, da helfen wir dir. Und ich wusste, ich kann das nicht mit meinen Händen erarbeiten, was ich dann an Geld bräuchte. Und hätte ich jetzt den Sponsor nicht gefunden, dann wäre mein Weg zu Ende gewesen. Jetzt rückt der WM-Kampf näher. Hey,
that's a rap. I'm on my level, nigga. You better come correct. Food, kill their ass with success. They won't like that. Zu ihren Trainingspartnern gehört auch er. Schwergewichtler Amar Abdul-Jabbar hat sich für Deutschland bei den Olympischen Spielen in Tokio bis ins Viertelfinale geboxt. Diese Frau ist immer so motiviert, ehrgeizig. Also ich denke, sie ist der größte Beweis, dass Alter keine Rolle spielt. Das denke ich von ihr. Auch er sieht sich als Kämpfer. Wenn der Körper sagt, er kann nicht mehr, muss er trotzdem weitermachen. Aufgeben, keine Option. Das verbindet ihn mit Zimmermann. Natalie ist mental sehr stark. Also sie ist schon im Kopf schon dafür bereit. Wenn was passiert, dann wird sie schon damit klarkommen. Sie hatte schon in ihrem Leben ein paar Rückschläge gehabt. Ja. Deswegen wird sie schon damit klarkommen. Das wird sich noch zeigen. Mitte April. Noch gut 2 Wochen bis zum Titelkampf. Die ganze Plackerei für dieses eine Ziel. Es soll die Krönung ihrer Karriere sein. Eigentlich. Bitte nur wählen. Arzttermin. 10 Tage vor dem Kampf. Es ist die Schulter. Also am Montag war ich ja beim Sparring, ne? Und dann haben wir nochmal hartes Sparring gemacht. Und ich hatte schon immer ein bisschen Schulterschmerzen, aber ist ja normal, wenn du dich vorbereitest. Und dann hat es so richtig plopp gemacht, ne? Also ich konnte einfach, auch wenn ich wollte, ich konnte den Arm nicht mehr hochnehmen. Und das war schon, also das kenne ich gar nicht, dass er dann nicht funktioniert. Dass du Schmerzen hast, das kennt man ja schon, ne? Und dann gehst du halt über den Schmerz rüber. Aber es hat so richtig plopp gemacht. Und dann war ich halt, habe ich bei 1000 MRTs angerufen, die haben ja alle keine Termine. Jetzt habe ich das privat bezahlt, habe jetzt dir die Bilder mitgebracht. Genau. Und wollte noch mal deine Meinung hören. Alles, was weiß ist, ist Flüssigkeit respektive Blut. Ja. Und hier haben wir diesen großen Muskel, diesen Supraspinatusmuskel, der massiv verletzt ist. Alles, was hier weiß ist, ist Einblutung und Rissbildung. Also, ja. Also eine schwere Muskelverletzung des Musculus supraspinatus. Okay. Man würde das schon nicht mehr als Faserriss, sondern als Muskelbündelriss. Muskelbündelriss. Ja. Okay. Hier ist auch eine zentrale Einblutung zu sehen. Und rundherum das ganz Weiße, also das ist also eine schwerste Verletzung des Muskels. Okay. Und was habe ich für Optionen? Können wir da irgendwas reinspritzen? Also, auf keinen Fall. Nee, das würden Sie vielleicht in München machen. Ja. Kälberblut oder ja. Sowas. Aber das macht man nicht. Das meinst du? Nicht. Nein, der Muskel, der braucht einfach erstmal Ruhe und er ist nicht belastbar, denn sonst reißt die Sehne ganz ab hier und dann muss es operiert werden. Oh. In diesem Falle ist also eine absolute Schonung und eine Sportkarenz. Also auf jeden Fall für die nächsten Wochen. Meinst du nicht, ich kriege das irgendwie hin? Nein, definitiv nicht. Das hält der Muskel nicht. Ich würde es ja schon gerne versuchen, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Und ich weiß noch nicht, was ich für Optionen habe dann. Ich habe halt echt lange darauf hingearbeitet und auch hart trainiert, aber das ist jetzt am Ende. So ausgeht, hätte ich mir nicht erträumen können. Also ich bin ein bisschen schockiert einfach und überfordert, ehrlich gesagt. Und ich glaube, ich brauche ein bisschen Zeit, um mich zu sortieren. Zehn Tage später, Hamburger Kiez, Große Freiheit 36. Viele der Boxfans sind auch wegen Natalie Zimmermann gekommen.
Nun muss sie zuschauen, wie andere kämpfen. Einen großen Applaus für die ehemalige Kickbox-Vize-Weltmeisterin Natalie Zimmermann. Nie zuvor war ihr Weg in den Ring so schwer. Hallo Natalie, schön, dass du da bist. Du hast es gerade schon an der Resonanz gehört. Ich glaube, viele haben so ein kleines Tränchen nicht verdrücken können. Wie geht's dir, dass es nicht geklappt hat mit dem Weltmeisterschaftskampf? Also ich bin natürlich traurig und enttäuscht. Ihr seid ein tolles Publikum. Es wäre wirklich ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen, wenn ich heute hier hätte boxen können und Weltmeisterin geworden wäre. Aber so ist das Leben. Es kommt manchmal anders, als man denkt. So dass ich beschlossen habe, mich erstmal auszuruhen, zu regenerieren und dann nochmal anzugreifen. Das klingt doch gut und dafür gibt es einen großen Applaus für Natalie Zimmermann. An dieser Stelle dürfen wir denn schon vorausplanen und vorausschauen, wann wir dich wieder im Ring sehen? Also mein Wunsch wäre Spätsommer, aber das muss man alles nochmal abklären. Okay, dann drücken wir weiter in die Daumen. Schön, dass du trotzdem da bist. Nochmal einen großen Applaus. Natalie Zimmermann, vielen Dank. Den ersten Tag habe ich so ans Aufhören gedacht. Also das war alles so anstrengend, emotional. Und ich dachte, nee, ne? Ich habe so viele Jahre schon investiert und auch jetzt für diesen Kampf so viel dafür geopfert. Und dann am Ende sowas. Ich schmeiß den Scheiß hin. Habe ich wirklich gedacht, ich schmeiß den Scheiß hin, ich mache das nicht mehr. Meine Trainer haben mir gesagt, meine Therapeuten haben mir gesagt, Natalie, du musst jetzt einmal komplett runterfahren, auch den Kopf freikriegen. Du musst dich einmal richtig ausklinken, damit du dann wieder von null starten kannst. Weil wenn du jetzt in diesem Struggle drin bleibst, in Hamburg, in deiner Praxis, gar mit der Schulter arbeitest, erstens wird sie nicht so schnell heilen. Und ja, dann nagt das alles noch an dir, ne? Also ich war wirklich sehr traurig und ich war emotional wirklich, also total geschockt einfach, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Ne? Und aber in mir ist halt wirklich so eine Stimme, die sagt, aber du kannst jetzt nicht aufgeben. Du kannst deine Karriere nicht mit einem abgesagten WM-Kampf beenden. Das geht nicht. Du musst das irgendwie hinkriegen. Spätestens im Oktober will Natalie Zimmermann nochmal versuchen, um den Titel zu boxen. Es soll endlich die Krönung der Kämpferin sein.